Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich entschuldigen, dass es in den letzten Tagen so wenig Videos von mir gab. Unabsichtlich habe ich mich ein wenig zurückgezogen. Es ging mir nicht so gut und ich habe mehr gestrickt. Und wenn ich stricke, filme ich das nicht. Nun ja, heute habe ich mich dann wieder an eine Zeichnung gemacht und habe mit Buntstiften von Prismacolor eine Libelle gezeichnet. Wieder habe ich sie auf schwarzem Papier direkt gezeichnet und habe den Prozess aufgenommen. Das Zeichnen an sich dauerte 1,5, fast 2 Stunden ungefähr. Und ihr könnt den Prozess nun mit betrachten. Was ich noch ankündigen wollte, beziehungsweise ich hätte Fragen an euch. Und zwar ist mir schon mehrfach aufgefallen im Blog und auf YouTube, dass ich Kommentare hatte, dass Menschen oder Nutzer gesagt haben, dass sie gerne so zeichnen würden, dass sie das leider nicht so gut können. Und da wollte ich eine Art Kurs oder machen. Und zwar würde ich eine Vorzeichnung von mir erstellt einscannen und hochladen und dann im Video die einzelnen Schritte erklären, damit man mitzeichnen kann. Damit ich das ein bisschen auch auf eure Interessen anpassen kann, würde ich doch gerne wissen, also zum einen, woran hättet ihr denn Interesse? Hättet ihr gerne Insekten oder Pflanzen oder Tiere oder was ganz Verrücktes oder auch nicht so Verrücktes? Falls ihr also Interesse habt, da mitzumachen, schreibt am besten einen Kommentar und dann suche ich ein, zwei Sachen aus, die dann auch für mich spannend sind und dann können wir alle zusammen malen. Die zweite Frage, die ich diesbezüglich hätte, wäre, was für ein Medium würdet ihr denn gerne nutzen? Wären es Aquarellfarben oder wären es gerne Buntstifte? Und was ihr denn so zu Hause habt? Also, ich fände es blödsinnig, dass ihr nur um mit mir mitzumalen, zum Beispiel etwas Neues kaufen müsst, wenn ihr doch sowieso schon Aquarellfarben oder Buntstifte etc. zu Hause habt, weil sie im Grunde ja alle ähnlich funktionieren. Ich würde dann zum Beispiel bei Aquarellfarben eher Grundfarben nehmen und dann sagen, wie man bestimmte Töne mischt. Aber um eine Orientierung zu haben, also würde ich gerne in den Kommentaren lesen, was ihr denn so habt, was ihr gerne nutzen wollen würdet, damit ich auch das so ein bisschen anpassen kann. Auch gerne Rückmeldung, ob euch sowas interessiert, ob man das vielleicht öfter machen sollte. Das fände ich schon spannend und würde ich selbst total gerne machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie komplex sich das am Ende erweisen wird. Aber ich bin schon gespannt auch auf diesen Prozess, dieses Video zu erstellen oder die Videos im Plural und zu erklären. Das fände ich, glaube ich, ganz nett. Was ich ansonsten noch sagen wollte, ist ein riesiges Dankeschön an euch alle. Diese Woche, unglaublich. Also für mich unglaublich, habe ich zum einen die 50 Abonnentenmarke auf YouTube geknackt. Ich habe jetzt glorreiche 51 Personen, die meine Videos irgendwie interessant finden. Dankeschön. Ihr seid alle willkommen. Schön, dass ihr da seid und ich hoffe, es macht euch viel, viel Spaß. Aber ich habe auch die 100er-Marke auf meinem Blog erreicht. Auch dafür ein großes, also vielen, vielen Dank.
sind großartige Menschen. Bei vielen gucke ich selbst rein. Wahnsinnig interessante Personen, Charaktere auf YouTube wie auf dem Blog. Vielen Dank euch allen und danke auch, dass ihr eure Ideen und Kreationen teilt. Das macht mich schon sehr glücklich. Ich habe das gar nicht so schnell erwartet und das ist wirklich wahr. Für jeden Einzelnen gab es hier einen Freudentanz in der Wohnung. Ja, fühlt euch also gefeiert, jeder Einzelne von euch. Ich habe auch gesehen, dass ich einige Abonnenten auf Englisch habe, also englischsprachige Abonnenten habe. Ich werde die Videos weiterhin auf Deutsch halten, werde mich jetzt aber daran machen, vielleicht die Untertitel zeitnah zu übersetzen, damit sie zumindest verstehen, worüber ich so spreche, falls es sie überhaupt interessiert. Da sind die Videos mit Musik ein bisschen einfacher, weil man eben nur den Zeichen- oder Malprozess sieht. Entschuldigung, das war der Tisch. Ich hoffe aber, dass das so in Ordnung für euch ist. Und ja, falls ihr sonst Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge habt, ich bin für alles offen. Ich bin bereit, dazu zu lernen und natürlich die Videos anzupassen, zu verändern, den Aufnahmeprozess oder also ich bearbeite ja die Videos, auch die Bearbeitung anzupassen, sodass es für euch auch interessant bleibt. Was ich gerne bleiben würde, ist so ein Kunstkanal, sagen wir mal, im großen Rahmen. Mein Blog ist aber persönlich angehaucht. Da gibt es eben quasi alles, was mich beschäftigt und was ich gerade so treibe und mache. Das heißt, wen das interessiert, schaut in den Blog. Er ist immer in der Infobox mit verlinkt. Da gibt es auch Fotos vom Hund und gestrickte Sachen und zum Teil genähte Sachen, wobei ich gar nicht so viel nähe. Es gibt alles Mögliche, auch Rezepte zum Teil. Wie gesagt, das ist eine Sammlung, die über Jahre entstanden ist. Und der Blog ist etwas, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und den will ich auch weiterhin so betreiben, weil, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Fleckchen Heimat in den Weiten des Internets. Ja. Der YouTube-Channel wird fokussierter bleiben, so wie er ist. Reviews zu Kunst, Techniken werden dazukommen, eben alle Zeichnungen, die ich so erstelle, etc. Vielleicht werde ich noch in einzelnen Videos zeigen, was ich so gestrickt habe. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll, weil das meiste, was erstellt wird, auch schnell in Benutzung ist. Das heißt, ich werde jetzt keine schon getragenen Socken in die Kamera halten, wenn sie gleich nach der Fertigstellung quasi an die Füße kommen. Das wäre ja Blödsinn und auch nicht so schön. Was ich gerade viel stricke, sind so Babyjäckchen und Söckchen und Mützchen, weil im Freundes- und Verwandtenkreis gerade einige Babys unterwegs sind oder gerade erst geboren wurden. Und die bekommen alle ein Jäckchen und eine Mütze und Säckchen, quasi komplette Sets. Also das bekommen die immer. Das kann man auf dem Blog auch sehen. Auch die ich schon vorher irgendwie erstellt habe. Viele Babys bekommen dann auch noch so einen dekorierten Bilderrahmen oder. Es ist viel, was man Babys schenken kann. Und es macht Spaß, es ist wahnsinnig niedlich, weil das alles so klein ist und es ist wirklich schnell gestrickt. Also für die Stricker unter euch, ich habe auf meinem Blog auch Strickanleitungen
falls euch das interessiert. Wie gesagt, ich mache ziemlich viel und teile es gerne mit der Welt. Und es ist da, könnt ihr stöbern, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich hoffe, ich langweile ich euch nicht mit meinen Videos. Bin immer froh über Rückmeldungen und Wünsche und Anregungen. Ich schätze das nämlich sehr. Nochmals vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da seid, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet und mir beim Malen zuseht und vielleicht sogar mitmalt. Ich habe schon in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, dass ich jemanden inspiriert hätte, etwas zu malen. Das fand ich super schön. Es war nicht meine Absicht gewesen, aber wenn das öfter passiert, wäre ich wirklich froh drum. Wie immer gilt, macht, worauf ihr Lust habt, wie ihr Lust habt, so wie ihr könnt. Es ist alles in Ordnung und lasst euch nicht fertig machen, lasst euch nicht unterkriegen. Habt einen wundervollen und kreativen Tag. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.